Pumping Erchan, Pumping Murat. Yes. Murat, heute wieder in München. Ja. Wir haben Beintraining vor mit dir. Oder du hast mit mir Beintraining vor. Ja. Wie gehen wir vor? Sag erst zwei Übungen und dann legen wir gleich los. Okay. Wie geht's dir überhaupt? Also mir geht's blendend, habe nur 6 Stunden und 10 Minuten gebraucht bis hierher, also bis auf einen kurzen Stau und das war aber super. Ich bin topfit, ich habe Rottweiler gerade genommen, gebe ich zu. Okay. Das ist ein Pre-Workout-Booster. Ich habe Münchner Wasser genommen. Münchner Wasser genommen, genau. Okay. Also wir machen jetzt immer noch meine Variante, uns fehlen noch Beine und Schultern. Genau. Und deswegen machen wir heute Beine und zwar Beinstrecker, aufgewärmt sind wir. Okay. Und in Kombination Sissy Squats. Ich freue mich drauf, was Neues auszuprobieren. Vor allem die Tage davor waren ja richtig heftig, die wir mit Murat trainiert haben. Ob das jetzt Arme waren, Brust oder Rücken. Genau. Ich freue mich einfach drauf. Seid gespannt, was kommt, Freunde. Okay. Murat. Er macht als erstes Beinstrecken. Und ich mache Sissy. Die kann man zwei Varianten machen. Murat macht die andere Variante. Ich mache mit dieser Maschine, wenn jemand die Maschine nicht hat oder die Maschine, das Gerät, dann soll er so machen, wie Murat macht. Wer das hat, soll so machen. Um mich zu stabilisieren, tue ich die Arme vor und gehe runter, ganz langsam. Übrigens auch für Frauen, für Po und so weiter. Eine ideale Übung. Man braucht halt gute Muskelkontrolle, sonst fällt man hinter. Murat, Wiederholungszahl? Also 15 sollten schon drin sein. 15 Wiederholungen. Ich weiß, die Übungen sind schon heftig, aber dafür ist es auch schnell beendet. Mein Training geht nicht länger als 40 Minuten. So, jetzt tauschen wir. Es kommt meine Sissy Squat Variante. Das ist die Sissy Squat Variante, die viele auch denken, kennen, denke ich mal. Kann auch jeder überall machen, kann man sogar zu Hause machen. Kann man auch hier so ein Waschmittel nehmen, was 10 Kilo wiegt. Und dann schön auf die Zehenspitzen. So, Ausgangspunkt. Irgendwo festhalten, natürlich wichtig. Und dann mit dem Oberkörper kippen. Und hoch. Und wenn du hochkommst, dann die Beine anspannen und den Po vor allem. Beine werden echt geröstet. Erste Runde. Man atmet schon richtig. Ja. Bei Monatstraining müsst ihr konditionell auch gut drauf sein, Freunde. Fuck you. Das ist mega, Erjan. Gefällt
Seite. Sehr Schien gut. An dem Po noch mehr nicht. Hinter. So. Genau. Ja. Oh. Guter. Ich zerstöre meine Kunden und Murat zerstört mich. Es muss ja einen geben, der das auch macht. Genau. Immer wieder. So, ich mach mal jetzt dieses Platz hier. Auch die Wiederholungszahlen sind ungewohnt für mich. Aber macht auf jeden Fall Sinn, Freunde, manchmal regellos zu trainieren. Ja, Presse, Beinpresse und direkt danach ein Ausfallschritt. Machst du die mit Hantel oder ohne? Ohne Gewicht. Nee, ohne, okay. Ohne, also. Mach mal, so weit den Schritt. Okay. Ja, und dann wechseln. Ich muss zugestehen, ich habe in 30 Jahren nicht dreimal Ausfallschritt gemacht. Jetzt mache ich mit Murats Methode mal auch das. Man muss für alles offen sein. 60, 120 plus Schlitten 150. Okay, was tun wir drauf? Noch zwei Scheine? Die hoch. 2,15. Ist auch 15, tut drauf. Okay. Bei Maschine ist es egal, ob eine oder mehr. Es wird Muskelkater geben. Oder? Es wird Muskelkater geben. Es wird brutale Muskelkater geben. Für mich ist es völlig ungewohnt. Völlig ungewohnt, ne? Aber es macht Spaß bis jetzt. Okay. Das ist die Hauptsache, oder? Das ist die Hauptsache, ja. Und rein da. Zack, zack, zack. Bau doch eine Kondition noch auf. Muskelausdauer. Oh.
Ich renne schon. Ja, zweite Runde fertig. Wir machen jetzt Kniebeugen sitzend. Und dann machen wir statt Hackenschmidt zum Abschluss Beinbeugermaschine. Da haben wir Quadrizeps und Beinbizeps abgedeckt. Okay. Weil sonst kommt Beinbizeps ein bisschen zu kurz. Also das Konzept ist eher so, dass man am Anfang Vollgas gibt und jetzt so zum Schluss hin hat man ein bisschen mehr Ruhepausen, weil ich hier kein Kombiset mit einbaue. So ungefähr läuft auch die Ernährungsform, also die Diät, wenn ich das mal schreibe für Wettkämpfer. Genauso läuft es auch ab, dass sie am Anfang der Diät hardcore-mäßig richtig reingehen und danach erst rausschleichen und langsam die Details verbessern. Genau so ist es beim Training auch. Voll rein und langsam raus. Komm. 15 müsste schon drin sein. Vollgas. Hinsetzt, ist der Rücken Entlastungsphase und dann wieder sofort rüber zu gehen zur Belastung, ist Gürtel hier fast Pflicht, würde ich sagen. Sollte man machen. Weil sonst spürt man das wirklich mehr hier und wir wollen ja kein Rückentraining machen. Wir wollen Quadrizeps, Beinbizeps und Gluteus. Wir können ohne weiteres auch ohne machen. Nach so viel Erfahrung wissen wir, wie wir aufstehen müssen, aber für Anfänger und so ist Gürtel Schuldpflicht, würde ich sagen. Immer vollständig draufsetzen auf die Bank und dann erst hochkommen. Ich kenne genug Leute, die es versucht haben nachzumachen. Allerdings berühren sie kaum mit dem Po die Bank. Dann nehmen sie einfach nur Schwung, wie mit Bankdrücken. Manche sagen, okay, ich mache das sehr tief, aber dabei berühren sie so die Brust und nehmen dann den Schwung und drücken das Gewicht hoch. Meiner Meinung nach Verletzungsanfälligkeit wird da erhöht. Und lieber langsam draufsetzen und dann wieder hoch.
auch vermeidet auch sehr zu viel Gewicht. Gerade hier, weil es wird hier extrem auch, wie Ercan das gesagt hat, der Rücken auch mit belastet. Und mit sehr schweren Gewichten hier drum zu hantieren, wäre nicht so doll. Genau. Worauf auch hingewiesen hat. Klatschen ist einfacher wie davor stoppen. Deswegen, wie gesagt hat, langsam hinsetzen, nicht bam knallen und wieder hochschießen. Hinsetzen, Ruheposition und dann wieder starten. Ja. Machen wir noch Beuger, ne? Okay. Jawohl, Murat, hau rein. Auch hier 15 Wiederholungen. Es ist sehr moderat das Gewicht, aber wie schon erwähnt, das Training geht jetzt nicht noch mehr in die Höhe, sondern slow down. Ganz wichtig, Leute, dass ihr auch hier die Beinbizeps am höchsten Punkt richtig anspannt. Ja, viele neigen dazu, dass sie einfach nur hoch und runter curlen, aber nicht hier die Spannung beibehalten. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil dieser Bereich wird trainiert. Das nennt man Beinbizeps oder Ischiochorale. Das ist halt der Bereich, wenn man ja, Diät gemacht hat und das ganze Fett weg ist. Und dann sieht das so aus, als ob da so eine Hand drauf wäre. Das sind so richtig dicke, fette Muskeln. Also dieser Beinbizeps ist größer als dieser Bizeps hier. Der ist dagegen nach 1/5. Wie kommst du klar? Bisschen weiter hinter oder war das gut? War alles gut? Ercan, es wäre mal interessant, wenn man zum Beispiel sagt, zeig mal deine Bizeps, dass man dann halt gleich so macht. Ne? Weil das ist ja auch so ein, ist ja auch so ein Bizeps, ne? Also man zeigt gleich. Ja, hau rein, komm. Jawohl. Nochmal, Leute, ganz wichtig, wenn ihr oben seid, extra nochmal anspannen, extra nochmal sich drauf konzentrieren. Anhalten, gleich ja, richtig. Ja. Ganz wichtig. Oben ganz kurz anhalten, dann kämpft ihr, das Gewicht euch nicht runterzieht, ist schon Anspannung da. Ja. Auch hier kann man auch nicht so schwere Gewichte nehmen, weil die Übung wird dann halt. Alles, was nach hinten trainiert wird, ist ein bisschen schwerer zu machen. Auch sich zu konzentrieren, genau, auf die Muskeln. Ich habe hier mich kaum gesteigert. Natürlich nach 5 Jahren auf eine gewisse Menge gekommen, aber danach nicht mehr. Ging nicht mehr hoch. Am Schluss kann es nicht mehr anspannen. Wenn man 10, 12 Mal angespannt hat, dann ist es schwierig. Leute, wenn ihr irgendwelche Profis, ich sag mal diejenigen, die schon 15, 20 Jahre trainieren, dann trainiert deutlich länger, euch mal anschaut, bitte nicht direkt nachmachen, sondern erst mal fragen, warum machst du das so? Weil es gibt bei YouTube sehr, sehr viele Leute, die irgendwelche Tipps geben. Und das ist grob fahrlässig teilweise, weil man sich da verletzen kann. Und man sollte die Sache natürlich hinterfragen und nicht direkt nachmachen. Es gibt genug Medien, wo man das nachforschen kann. Genau. Und deshalb sollte man nicht direkt immer gucken, wie trainiert zum Beispiel Phil Heath, der Mr. Olympia. Genauso muss ich auch oder kann ich auch trainieren. Das ist absolut nicht richtig. Ich sage immer wieder, er könnte beim Zähneputzen seinen Bizeps aufpumpen, weil er die Muskulatur schon hat. Ich finde, eigene Erkenntnisse sind sehr wichtig. Vorsichtig sich mal herantasten. Verschiedene Weisen probieren, was einem gut tut, beibehalten. Ich meine, wir haben ja auch keine Trainingslehre bekommen, bis wir richtig trainieren konnten. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und das auch ohne Verletzung eigentlich. Ohne Verletzung, Gott sei Dank. Genau. Irgendwann, okay, habe ich meinen Bizeps verletzt. Aber das war, wo du schon fit warst. Ja, genau, warst. Wo bei ich schon richtig auch. Fit war. Genau. Ich habe mich nicht am Anfang verletzt, immer mittendrin, wo ich an meiner höchsten Phase hatte. Es passiert bei einer anderen Sportart. Also ich habe mich beim Boxen verletzt und beim Tough Mudder. Genau. Und okay, einmal war es auch beim Bodybuilding, also ein einziges Mal. Das kann man ruhig mal, das kann man mal haben, weil, was hast du nochmal gesagt? Wenn man Krieg führt, richtig. Kann man verletzt werden, Freunde. Aber wir wollen auch diese Verletzung vermeiden. Nur
Tonnen von Gewichten über sich ergehen zu lassen und keinen Sporn davon zu tragen, wird nicht möglich sein. Was hast du für Beine gemacht jetzt? Du hast ja neben uns mittrainiert. Ja, ich habe angefangen mit Hackenschmidt. Ich habe gesehen, sie hat Hackenschmidt 40, 50 Kilo drauf gehabt. Das ist schon beachtlich. Ja, also ich verpasse sowas nicht. Sie ist richtig stark. Ja, also ja, das also war sehr gut. Ich trainiere Beine allgemein schon ziemlich schwer. Ich weiß, viele Mädels, die machen eher leichter. Dann hast du, also Hackenschmidt hast du gemacht, weiterhin? Hackenschmidt, Strecker an der Maschine. Beinstrecker, genau. Genau, wie ihr. Dann war ich, was habe ich gemacht? Oldschool-Beinbeuger. Die Kickbacks für den Po. Darf bei einem Frauentraining nicht fehlen. Genau. Ein paar Beckenheben hast du gemacht noch? Genau, dann noch hinterher. Dann Beinbizeps und jetzt macht sie noch einen Beinbizeps, weil sie mit den Oldschool-Maschinen angefangen hat. Die ist nicht so ideal wie das Neue, muss man ehrlich zugestehen. Also ehrlich gesagt, ich fand die schon ziemlich gut. Es war nur schwierig am Anfang, dass man sich... Also wenn du jedes Mal machst, langweilt er dich. Ja. Aber wenn du immer wieder einbaust, ist eine andere Belastung wie das Moderne. Ja. Also du kriegst andere Muskelkater. Ja, wie oft trainierst du die Beine in der Woche? Wenn ich gut trainiere, zweimal die Woche. Du? Ja, zweimal mindestens. Auch? Ja. Ja. Also, ja, ich auch, weil ich dachte eigentlich eher so... dass Frauen mehr trainieren und Männer eher weniger, aber gut. Also, wenn ich mit der Sophia trainiere, trainiere ich zweimal. Wenn ich alleine trainiere, trainiere ich einmal. Da hast du recht. Sie trainiert auch zwei, dreimal bestimmt. Sie trainiert zweimal am Tag. Dieser Rhythmus behalten wir dann bei. Wobei mir das auch gut tut. Also, ich muss sagen, Beintraining, wenn man gut kann, dann spielt man mit anderen Muskeln. Die sind Peanuts. Das sind die kleine Spielereien. Man muss Beine richtig trainieren können, ob man eben weiblich oder männlich ist. Du machst jetzt Bein, Bizeps weiter und dann? Ja, genau. Also eigentlich bin ich dann durch. Ich mache jetzt nicht viele Übungen. Guter Timing, okay. Also dein Training geht auch nur dann 40, 50 Minuten so. In der Regel mehr, ne? Normalerweise mache ich bis die längere Pausen, ja. Okay. Genau. Also Freunde, man muss wirklich nicht eineinhalb, zwei Stunden sich quälen. Wenn ich alleine trainieren würde, mache ich auch so, Murat, dass ich jede Übung 15 Minuten mache und wähle vier Übungen aus. Bin in einer Stunde fertig, da passen circa 4 bis 5 Sätze rein und das 8 bis 12 Wiederholungen mit eineinhalbminütigen Pausen dazwischen. Beine macht man ja ein bisschen länger Pause, wenn man richtig Gewichte bewegen will. Also länger wie eine Stunde sollte eigentlich auch Beine nicht dauern. Never. Gell? Also in diesem Sinne, Murats Kanal abonnieren, Pumping Archan weiterhin treu bleiben, Franzi auf Instagram. Das ist hier. Hast dich angehauen? Attentat. Hat er extra so gemacht. Da wollte ich ein bisschen Pause machen.